Dann mal los, bevor unsere Ärsche festfrieren. Saul, großartig. Gehen wir. Vielleicht hat er neue Infos. Saßen wir jetzt die ganze Zeit hier? Ah ja. Okay, wir fahren also den kompletten Weg. Ich meine, bis nach Night City sollten wir easy kommen, oder nicht? Und dann mit dem Perk durch die Welt. Forward to death. Onwards, my noble steed. So, nimmt mir das jetzt irgendjemand übel, wenn ich jetzt mein... Kann ich jetzt endlich meine Waffe wechseln? Also auch wenn ich mittlerweile gemerkt habe, dass ich das Ding sowieso nicht benutzen werde, so wie es aussieht. So, ich würde gerne wieder meine gute Jacke anziehen. Die ich für das hier brauche. Und dann nicht übrigens lustigerweise nicht das T-Shirt wird darunter nicht gerendert, weil es nur unten ein ganz kleines Stück rausguckt. Hinzu wie passend, das Spiel mit der Jacke zu beenden, mit der ich es angefangen habe. Von diesem Anblick kann ich nie genug kriegen. Wir sollten sie nicht warten lassen. Sieht tatsächlich relativ episch aus, so wie es hier steht, ne? Leitung gecheckt. Das Problem ist bloß, dass ich im Schatten stehe. Das macht halt keinen guten Screenshot, ne? Habe ich irgendein T-Shirt, was irgendwie besser aussieht als das? Das Ding, aber das ist halt irgendwie auch... Ich habe keinen anderen Hut? Also ich versuche gerade einen Screenshot zu machen, falls das nicht offensichtlich ist. ich habe auch nur diese eine Hose bei, oder? Ja, ich habe natürlich alles andere zerlegt, was ich nicht habe. So, oder? Die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Wenn das Drama hier noch so sehr unterbricht, zumindest versuchen möchte ich das noch. Action, Fotoshooting. Ja, mit Scharfschützengewehr finde ich, das sieht nie gut aus, ne? Das war. Ich kann es ja irgendwie noch drehen, oder? Drehen, ach genau. Deswegen ist das dümmste Menü ever. Ja, das Problem ist halt, das sieht vom Foto her total dämlich aus. Weil. Dadurch, dass das wie halt so im Schatten steht, liegt der komplette Fokus halt im Hintergrund. Und das macht das so wie zu einem schlechten Bild, finde ich. Weißt du, du brauchst halt. Es fehlen halt bei diesen Fotos, man müsste noch irgendwie in der Lage sein, irgendwie noch zusätzliche Spotlights reinzubringen. Also keine Ahnung, wie das hier in der Bildkomposition klappen sollte. Aber so wie das Bild jetzt gerade ist, sieht es halt einfach doof aus, oder? Wenn man sich das so anguckt, wenn das ist, der Charakter ist halt absolut im Hintergrund, das sieht dann irgendwie doof aus. Alles andere? Wenn das schief geht, müssen wir das Lager super schnell abbrechen. Aber hier oben stehe ich halt nicht. Oh Mann, das sieht doch schlimm aus. Aber hier oben stehe ich halt auch nicht irgendwie. Das ist, warte mal, untätig? Tabula rasa? Nee, das. Bitte nie fast rein. Ich kann Kung Fu. Safety Time. Was war denn Run the Jewels? Vive Victory. Für den Ruhm des Mutterlands. Joker auf der Treppe. Dass sie das mit reingenommen haben. Das sieht gar nicht so unendlich scheiße aus, außer dass der Gesichtsausdruck halt irgendwie aussieht wie... man müsste die Augen noch, also man müsste eigentlich viel mehr machen können in diesen Fotomodus, finde ich. Nah und fern, achso, warte mal, ich könnte sogar noch ein bisschen an der Kamera randrehen. So machen. Ja, ich habe meinen Fehler wahrscheinlich vor Ewigkeiten gemacht bei der Charaktererstellung, wenn ich so nachdenke hier. Speed. Nora Gretz. Ja, ich weiß nicht. Das ist mit so einem Fotomodus kann man ja auch richtig viel Zeit verbringen, ne? Ich finde, der Fotomodus ist genau wie alles andere irgendwie unpoliert, oder? Trauer, neutral, Scham, Zorn. Okay, wir lassen das. Gut, jetzt. Ich habe gerade schon mit dem Dialog unterbrochen. Okay, schnell mal. Meine beste Ausrüstung anlegen, die ich da habe. Nicht, dass ich das wieder vergesse, die richtige Jacke anzuziehen. Ich hoffe, das meckert keiner, dass ich die Klamotten mit dem besten Stoff an. Mehr oder weniger. Ist kein normaler Überfall. Für viele das erste Mal. Mitch hat sie sicher aufgescheucht.
Warum ist das eigentlich für viele der erste Überfall? Müsste das nicht irgendwie... Ich meine, wie finanzieren die sich? Gerade die Raffen scheinen mir eigentlich die Opfer schlechthin zu sein. Spürst du das? Die Anspannung? Das heißt, sie haben begriffen, was vor uns liegt. Ah ja. Ich war gerade als Kundschafter unterwegs. Das solltest du sehen. Dein Auto fliegt. Hast du nicht geschlafen? Alte Menschen brauchen weniger Schlaf. Aber vor so einem Einsatz hätte ich eh kein Auge zugekriegt. Und eine gute Aufklärung ist wichtiger als eine gute Nachtruhe. Nee. Danke. Wir sehen. Der Plan ist folgender. Wir haben zwei Ziele. Erstens, in den Arasaka Tower kommen und wie helfen, Mikoshi zu erreichen. Zweitens, wir werden die Verwirrung ausnutzen, um so viel Ausrüstung wie möglich einzusacken. Die Schätze werden unsere Geldsorgen lösen. Um nach Mikoshi zu kommen, müssen wir uns ins Untergeschoss vom Arasaka Tower graben. Deshalb nutzen wir die Maglev-Baustelle und schnappen uns einen Sorg von Nightcorp. Und zu guter Letzt, unsere Aufklärungsdrohne hat uns ein paar Schwachstellen aufgezeigt. Oh, keine Bildschirmbesiegung, das Ding ist schrecklich. Die da wären. Das Tal führt zu der Baustelle. Ich denke nicht, dass sie damit Ärger rechnen. Trotzdem müssen wir schnell vorgehen. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Wachen Verstärkung rufen. Und wenn wir zu langsam sind? Dann übernimmt Bob mit seinem Störsender. Wir müssen nur nah genug an ihre Com-Antenne, um die Übertragung zu starten. Machen wir uns nichts vor. Das hält sie nicht ewig auf. Ewig nicht, aber hoffentlich lange genug. Ich weiß leider auch nicht, welche Com-Antenne. Frühwarnsysteme? Irgendwas? Naja, es ist nicht Fort Knox, aber... Nightcorp hat Militech angeheuert. Und da weiß man nie. Die werden definitiv Patrouillen haben. Unsere Drohnen werden jedenfalls mit ihren fertig. Teddy hält Ausschau, um Alarm zu schlagen. Ich würde ja übrigens auch gerne mehr scannen, aber das Problem ist, dass ich absolut nichts scannen kann, ne? Ach, jetzt kann ich den Baukran hier analysieren. Nightcorp. Tragelast 7 Tonnen. Okay, was soll ich hier noch sehen? Das Ding ist nicht sicher, noch nicht allzu viel, ne? Militär-Checkpoint sieht jetzt auch nicht so unendlich bewaffnet aus. Hier ein paar Joker. Das ist eine Aufnahme, die ich mir gerade angucke, ne? B-Mod. Funktioniert das? Die Baustelle ist eingemauert. Wird unser Raketenwerfer mit dem Tor fertig? Jotun Gandhi, ist ja schön. Oh, was ist denn das hier? Du einen lassen kannst. Klingt soweit gut. Was noch? Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Zerg erreichen und ihn unter Kontrolle bringen. Das übernehmen Mitch und Kara. Wenn ihr den Bohrer zum Laufen bringt, ist der Weg in die Keller vom Arasaka Tower weit geöffnet. Von da aus werden wir, Panam und ich zum Labor und einen Weg nach Mikoshi finden. Und während wir bohren, sollten wir mit ungebetenen Gästen rechnen? Wenn alles nach Plan läuft, sollte niemand wissen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Sieh dich ruhig noch mehr um, wenn du willst. Wir haben noch etwas Zeit. Naja, aber das Ding ist halt... Das bringt mir halt alles eh nichts hier, was ich hier sehe, ne? Ich hab genug gesehen. Man, am Ende fahren wir eh mit diesem komischen Panzer rum und ballern wild um uns oder nicht, das ja okay, kennen. Das reicht. Wie? Bist du bereit? Wie werden wir zurückkommen? Genauso wie wir reingekommen sind. Und auch genauso schnell. Unsere Leute halten die Stellung, während wir drin sind. Also wie? Bereit? Bereiter geht's nicht. Sind alle startklar? Schmeißt die Motoren an, Leute. Vorher könnt ihr noch den Rost von euren Autos entfernen. Hey, wir fahren Panzer. Militech-Panzer. Ist natürlich witzig, dass wir einen Panzer von Militech verwenden, der noch veraltet ist, ne? Ja, ne? Und jetzt ab durch den Staub. Ein alter Kaldo-Konvoi. Was für ein Anblick. Und nur diese Wüste gleicht der sternenbehangenen Weite über unseren Köpfen. Nee, bleib hinter mir. Ich bin bei, aber das Problem ist, ihr seid verdammt langsam. Mein Panzer ist verdammt schnell.
Geschwindigkeit 16, Höhe in A. Warte, ich kann fliegen mit dem Ding? Oh. Ich hoffe, davon habe ich noch ein paar. Teddy. Ja, schon gut. Hast du die Drohne gestartet? Das füge ich in Sorge vor sich. Hey, da vorne ist ein Sandsturm. Wäre das nicht saupraktisch für uns? Ich meine, der ist doch geskriptet, oder? Das ist Eigentum, das von Militech Site Secure beschützt wird. Drehen Sie um. Ich wiederhole, sofort umdrehen. Schießt schon irgendjemand auf uns? Oh ja, tatsächlich. Ach, das ist die Militech Site Secure. Das ist Artillerie. Na gut, das ist wahrscheinlich für den Panzer weniger ein Problem, aber für so nur 15 Fahrzeuge. Aber wir sollten ja nicht genug Tech haben, um das vorausbrechen zu können, oder? Ich finde übrigens sehr interessant, dass ich da eine Höhe habe, aber ich habe keine Ahnung, wie ich fliege. Das ist ein Panams lustiges Schützdings da. Dein Einsatz, Bobby. Kümmer dich um den Störsender. Kein Ding. Panam, schon dabei. Ich check das. Nitro-Injektor bereit. Der Werfer auch. Wir können durchstarten. Dann kann der Spaß losgehen. Aha. Scheiße, das war der Hauptstrom. Alle Systeme offline. Können wir das beheben? Sofort, verdammt. Shit. Irgendwas ist kaputt. Die Elektronik reagiert nicht. Bestimmt war ich nicht Probeformel. Aber du musst irgendwie diese Drohnen ausschalten. Wie? Ich übernehme die Drohnen. Du den Panzer. Ich habe bereits geschafft, zu mir. Weil ich nicht Probe gefahren bin. Ich wette, weil ich nicht Probe gefahren bin. Das. Ich kann immer noch nicht die Waffe ausrüsten. Was ist denn los? Das ist sowas Dummes eigentlich, ne? Okay, kannst du es löschen? Wenn nicht, steig auf. Scheiße, Leute, was ist los bei euch? Ich bin beim Transmitter. Wo steckt ihr? Die Drohnen nicht schon alle weg? Ich würde übrigens gerne mein Scharfschützengewehr nehmen. Wie lange noch? Eine Minute. Feuer ist unter Kontrolle. Schalte um auf Notstrom. Paar Systeme werden analog laufen, aber er bewegt sich. Weil ich nicht Probe gefahren bin, weil ich nicht Probe fahren konnte, Mann. Ist es. Die wissen, dass wir kommen. Das ist echt dumm. Auf uns zu. Wir brauchen mehr Zeit, Bobby. Also sie abwehren. Hab ich denn eine Wahl? Passt auf euch auf. Bobby kümmert sich drum. Weil ich vorhin nicht mit den Leuten geredet habe. Und wahrscheinlich kenne ich. Systeme wieder online. Gib Gas! Wahrscheinlich. Okay, Bobby, der Panzer ist unterwegs. Halt durch, wir kommen zu dir. Na endlich. Hab euch schon fast vermisst. Hier ist noch ein so ein Scheißteil übrig. Und das schieße ich. Bobby! Oh Scheiße. Bobby? Bobby, hörst du uns? Wir müssen zu ihm, Mensch. Aber wir können nicht anhalten. Nicht jetzt. Shit. Der Panzer, wie? Er ist fast am Ende. Die Systeme könnten jeden Moment wegbrechen. Weil ich nicht Probe gefahren bin. Danach kann ich improvisieren. Das hin, Panam. Halt durch. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade um mich werfe, ne? Uns sind schon zu viele passiert. Wir schaffen das. Wie oft kann ich das spammen? Das Ding hat irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das einfach nur irgendwelche. Was ist das denn eigentlich? Fahr einfach durch das Tor, wie. Bin bei, ich würde gerne das Loot aufsammeln, aber es wird. Sind drin! Wie? Hab ich's nicht gesagt? Antrieb, Waffensysteme, Raketenwerfer! Eins nach dem anderen fällt hier aus! Kannst du das alles reparieren? Ich versuch's! Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott! Du steigst aus! Hilf den anderen! Nee. Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Hätte ich nur vorher die Kiste mal Probe gefahren, so darf ich jetzt endlich mal meine Waffe. Also ich hab sogar noch umsonst Waffe gekriegt. Hey, ich darf Archangel ausrüsten, endlich! 1000 Jahre nachdem ich das Ding gebaut habe. Ich habe gar nicht genug Crit-Ding dabei, wa? Was ist denn das letzte Upgrade, was ich hier noch. Unsinn. Gegen Gliedmaßen? Ja. Ich könnte jetzt noch 20 schnell 20 Dinger herstellen, aber das ist egal. Teddy, gibt es eine Chance, dass er noch. Weißt schon. Nein. Wir müssen weiter. Wir sind fast da. So, ich schwamme jetzt mal, um welche Gegenstände einzusammeln, weil ich brauche wahrscheinlich eh nichts mehr, oder?
Ja, ne? Neutralisierer Gegner? Wo sind die denn noch welche? Da oben. Nein! Wirklich? Oh, dass du, wenn du einmal nicht mit dem Scharfschützengewehr rumrennst. Ach, so ein Elend. Ich halte halt auch nichts aus, ne? Sind drin! Wie? Hab ich's nicht gesagt? Antrieb, Waffensysteme, Raketenwerfer! Eins nach dem anderen fällt hier aus! Kannst du das alles reparieren? Ich versuch's! Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott. Du steigst aus. Hilf den anderen. Yes. Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Ich bin so eine Glaskanone, das ist unfassbar. Kann ich das hier zwischen die Quicksafen? Ich hätte wahrscheinlich lieber die Knifte mal upgraden sollen, oder? Oh, kann ich das noch? Ich weiß, das ist gerade wie nicht der beste Moment, um Sachen zu upgraden, aber... Nein, kann ich gerade wirklich nicht. Achso, nee, dann kann ich speichern? Nee, speichern kann ich auch nicht. Wo ist denn hier der böse Feind? Ich muss ihm mal einen Ping machen. Teddy, ist eine Chance, dass er noch... Du weißt schon. Die Drohnen halten ja gar nichts aus. Kein Wunder, dass die... Das wir müssen weiter. Wir sind fast da. Oh, das war bestimmt gerade das eine Implantat, was mich gerade gerettet hat, oder? Okay, das Ding brauche ich gar nicht mitnehmen hier. Das Sturmgewehr, das kann ja gar nichts, das Ding. Ich meine, das Ding macht ein bisschen ansatzweise viel Schaden, aber das andere Teil? Ah, das Crash hat halt immer noch am meisten DPS, ne? Verstanden! Ja, gut, um meinen Kontrollraum gehen. Von da aus verlinken wir mit dem Sarg. Ja, gewiss doch. Oh, ich dachte mal speichern, das ist ja cool. Was? Das möchte keiner, dass ihr euch ergebt. Oh, habe ich hier, können wir hier noch irgendwelche Texte finden? Wir klinken uns ein. Was ist mit Sicherheitsprotokollen? Wie, das ist keine Raumstation. Oh, Zerg Kaukaz Grotno E80. Maschinentyp Zerg, Subterranean Extraction Räumungskombinat, Tunnelbaumaschine. Das Modell E80 dient dazu, die jegliche Boden anzulegen, dringend inklusive steinige und instabile Substanzen wie bei diesem Bauprojekt. Die Bohrspitze des E80 ist die Arbeit in einem Maglev-Tunnel geeignet. Die Maschine verfügt über eine Fernsteuerung ebenso wie über eine manuelle Störung, falls es zu unerwarteten Zwischenfällen oder unterbrechender Netzverbindung kommen sollte. Keine Sorge. Carol schneidet sich durch wie durch Butter. Was haben wir hier noch? Wir fahren das Zerg hoch und bohren uns bis zum Arasaka Tower durch. Das wird etwas dauern. Wahrscheinlich muss es jemand manuell fahren, oder? Du musst uns Deckung geben. Wir kriegen ja, warte mal. Ich muss ja mal kurz hier. Noch eine Arbeit, nicht im Umlauf bringen. Booker, wenn du einen Bericht an Michael schickst, musst du definitiv sehen, dass alles nach Plan ist. Dass der ganze Scheiß nicht ums Herum zusammenbricht, bevor die Linie rechtzeitig fertig ist. Alle Schienenteile werden bestellt und das Tunnelsystem können ab nächste Woche getestet werden, inklusive der Magnetschienen. Die ganze Sache kostet ein Vermögen, also müssen wir langsam Verwarnungen und Strafen für Verspätung einsetzen. Die Verbindung der existierenden Maglev-Linie sollte kein Problem sein, solange die Züge rechtzeitig ankommen. Das ist nicht unser Problem. Wiederholt, du hast uns gesagt, einfach nochmal einen hübschen Wert und überzeugt den Vorstand, dass die Millionen Dollar von Eurocop nicht sich gelohnt haben. Schwierige Zone, blaue Stadt. Das Tor ist zu. Das ist leicht unscharf. Achso, ich muss tatsächlich runterrennen. Die sind doch irgendwo da draußen, das ist ja... Ich habe ja immer noch das Verlangen, wie alles möglich zu looten. Muss ich jetzt hier alleine rausrennen, das machen? Ja, herzlichen Glückwunsch aber auch. Ich sollte mich vielleicht wissen, mal vorher heilen. Vorne steht ein einsames Moped, das wird aber wohl nicht meins sein, oder? Stehen die jetzt hier alle... Schön, dass das Spiel aber auch verbuggt endet, ne? Konzerntruppen werden angegriffen. 20 Mann sind das? Die sollen bestimmt in die Menge rennen. Oh. Man merkt, dass ich nie eine Ausbildung für Scharfschützen gemacht habe, ne? Kann ich den hier einfach runterfahren? Müsste übrigens irgendwo noch ein zweiter. Was ein Chaos. In der Tat. Ach, wenn ich jetzt schon die Kniff dabei hätte. Fuck, wer seid ihr? Von links auf! Carol, Mitch, wie lange noch? 27%. Warte mal, ich hab doch hier noch Ossops Nase. Mann am Boden!
Wow. Es sind noch mehr Drohnen. Auf der Straße zur Baustelle. Standard Concern Security. Damit kommen wir klar. Komm die Straße runter. Beobachte sie mit der Drohne. Es ist eine ganze Armee. Mit dem Panzer haben wir keine Chance. Hammer! Ich tue mein Bestes. Mitch, hörst du mich? Das Navigationsmodul blockiert die anderen Systeme. Kann ich's ausschalten? Ja, weg damit. Er läuft doch ohne. Tut er das? Ach, hier sind doch welche Drohnen. Ich benutze übrigens gerade den Revolver eigentlich nur. Erstmal, weil er 3% schneller schießt. Und weil es einfach besser klingt, als wenn ich Pump mache. Ja, wir wissen auf, wie wir die runterholen. Ja gut, so ein AV tut ja nicht viel, ne? Teddy! Oh. Oh mein Gott! Was machen wir jetzt? Was meinst du? Wir machen weiter. Bring's zu Ende. Höhenanschlag! Fuck! Wie lange noch da oben? Fast geschafft. Gleich bei 60%. Fast geschafft? Sind das die Grabungsarbeiten oder sind das die anderen Dinger, die man... Oh. Die werden doch nicht auch aus aufs Nase. Ich hab gleich noch... Ah, ich hab einen noch. Ach, wo geht's denn da richtig hoch? Das ist ja schrecklich hier. Und wie viele Truppen kann Militech schon auf die kürzen? 13 Mann leben denn noch? Wer lebt denn hier noch alles? Oh, ich muss tatsächlich mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht so viel Munition raushaue, oder? So viel habe ich gar nicht. Wollen die nur alle sein, die ganzen Militech-Typen hier? Da kommt eine ganze Einheit auf uns zu. Hui! Die Kacke gleich am Dampf. Dann zieht eine kleine Armee auf uns an. Ja, kleine Armee kriegen wir hin. Halt ihr mal Tempo! Oh fuck. Ich hab leider keine Granaten. Doch, ich hab noch EMP-Granaten. Zwei Stück noch. Macht das gut, finde ich. Ich nehme an, dass mit dem Panzer wäre immer ein Desaster gewesen, oder? Ob ich Probe fahre oder nicht. Was, eine Pumpgranate? Ist auch ungenau hier, das ganze Ding. Die haben alle diese schweren Dinge zu bewerfen. Was sind das für komische... Waren das immer noch nicht alle? Irgendwo lebt noch einer. Ist ja schrecklich hier. Wo rennt der draußen? Ach, das ist draußen ein Roboter, der rumrennt. Ja, was ist der Roboter? Oh, der zeigt sich ja ziemlich resistent. Okay, ich brauche mal hier maximalen Schaden. Warte mal, wie war das mit, ich habe noch EMP-Granaten? Fällt gerade eigentlich, ich bin doch eigentlich ein Gott im Hacken, oder nicht? Yay! Das kann sich alles eigentlich gar nicht lohnen, oder? Wie war das eigentlich? Wir haben die Navigationssysteme ausgeschalten. Das, Wie? Zurück zum Panzer! Uns bleibt keine Zeit mehr! Ja, ich laufe schon. Wir sind unterwegs. Wir verschaffen dir etwas Zeit. Vielen Dank. Passen auf Mitch und Carol auf und kümmern uns ums Tor. Können wir noch seitwärts fahren? Militech-Panzer. Wir müssen sie abfangen, ehe sie die anderen erreichen. Ja, ich spamme einfach alle Waffen, die ich habe. Schmeckt euch das, ihr Millischwänze! Hört mal. Da darf Leitkorb weiß. Die Konzernbastarde! Noch mehr Gesellschaft! Nicht durch, aber das dauert. Wir machen das. Wie sieht's bei euch aus? Felsen fest und es gesichert. Wir müssen herausfinden, wo die Ladung anbringt. Wir brauchen mehr Zeit. Hier seht ihr auch nicht, Deutsch. Wie? Militech lässt dich locker. Es sind zu viele.
Was? Echt? Ich sehe keine Ziel, kein einziges Ziel. Außer ich die AVs anscheinend nicht abschießen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nichts abschießen kann. Wo kommen denn die Raketen hier noch her? Ich weiß beim besten, wenn ich mehr was mal auf mich schießt. Da hinten. Hä? Ach, das ist da! Dieser Panzer! Wie schmeckt euch das, ihr Minischwänze? Wow, da ist noch einer! Aber gut, dass die. Gut, dass die. Wir haben's geschafft! Gut, dass die ungelenkte Raketen haben, oder? Ausgebrannte Wracks. Sol, Mitch, wir kommen zurück. Gute Arbeit! Nach dieser Vorstellung wärt ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Ich beeindrucken die, danke. Und jetzt? Hätte ich da ein Tor, das aufgesprengt werden muss? Gut, dann hast du die anderen wohl tot, nehme ich an. Sol hat recht. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger. Mitch, du kommst mit uns. Jawohl, Ma'am. Keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay, ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay. Ich denke, das Ding hat kein Dings mehr, keine Navigationsteile mehr. Ist in Ordnung. Du bist so ruhig. Bob und Teddy sind tot. Und das ist meine Schuld. Teddy und Bob. Sie kannten die Risiken wie. Das tun alle. Ich auch. Und wenn du gewusst hättest, wie es abläuft? Dann würde ich es wieder tun. Für jeden im Klaren. Ha. Sol meinte, du hast extra Hilfe für Mikoshi. Jemand von außerhalb. Mhm. Alt. Und wer ist das? Ja, also... lustige Sache. Alt ist nämlich Johnnys Ex. Nicht dein Ernst. Ich schwör's dir. Aber niemand kennt sich besser im Netz aus als sie. Ohne sie schaffen wir es nicht nach Mikoshi. Johnny, alt. Ganz schön viel Familiendrama. Vertraust du ihr? Ja. Sie wird uns helfen. Irgendwie. Wieso? Machst du dir Sorgen? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass diese Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben. Aha. Also ich bin ja, ich habe leichte Zweifel, muss ich sagen. So, wie lange haben wir da? Militech. Das Ding wird auch durchsichtig. Ich meine, das wird ja alles durchsichtig, die ganze Kuppel, aber der Teil, wo Militech draufsteht, auch. Gucken wir jetzt mal an. Bestimmt bald, nehme ich an. Das wär's wohl. Tja, in der Tat.